Hi, ich bin Justus von Pointer. Netzsicherheit wird in Deutschland ein immer wichtigeres Thema. Hier auf der Hannover Messe werden viele verschiedene Projekte vorgestellt, die sich dem Thema Cybersecurity widmen. Ich schaue mich gleich mal bei diesen Projekten um herauszufinden, was diese für das Thema Netzsicherheit machen wollen. Warum ist das Thema Cybersecurity zurzeit so wichtig? Nun, beim Thema Cybersecurity ist es halt so, wir haben heute eine ganze Menge von Geräten, die untereinander vernetzt sind. Das können Industriegeräte sein, das kann ein Auto sein, das kann ein Smartphone sein. Und alle diese Geräte sind vernetzt, damit potenziell angreifbar und brauchen damit auch potenziell Sicherheit. Ich glaube, das ist wichtig, weil Hacker immer klüger werden und viel dichter bei unseren Daten kommen und das ist ziemlich persönlich wird. Man muss sich vorstellen, dass tagtäglich zig Millionen Viren, Trojaner gerade per E-Mail verbreitet werden und da muss eigentlich jeder, der mit dem Medium arbeitet, muss da quasi sich informieren und muss sich schulen. Was sind in Ihren Augen derzeit die größten Probleme im Bereich der Netzsicherheit? Eigentlich alles, was persönliche Daten betrifft. Wir haben natürlich jetzt die Datenschutzgrundverordnung, die ist auch natürlich mit einem guten Grund haben wir die. Trotz dessen denke ich, dass cyberkriminelle Hacker sich konzentrieren auf unsere persönlichen Daten, weil da Geld zu holen ist für kriminelle Menschen. Zum einen glaube ich die Transparenz, dass man nicht weiß, wo und was passiert eigentlich wann mit meinen Daten. Wie kann ich mich tatsächlich davor schützen, wenn ich ein datengetriebenes Geschäftsmodell habe, dass ich auch sicher bin, dass ich der einzige Urheber bin, der daraus ein Geschäftsmodell halt machen kann. Und das muss man insbesondere für den kleinen und mittelständischen Bereich in dem Griff bekommen. Gerade die Verbreitungswege per E-Mail zum Beispiel, Anhänge, E-Mail-Anhänge, Verschlüsselungstrojaner. Wir haben im Bereich des Firmenumfeldes haben wir ganz viel mit gefälschten Rechnungen zu tun. Das sind so die Themen, die Hauptthemen. Wo sehen Sie gerade Grenzen bzw. Möglichkeiten im Bereich Netzsicherheit? Nun, wenn wir über Netzsicherheit sprechen, muss man mehrere Faktoren trennen. Ich kann natürlich Sicherheit auf den Geräten selber bereitstellen, aber das heißt natürlich, dass ich als Entwickler, als Hersteller Sicherheit von vornherein in die Geräte einbauen muss. Ich kann aber genauso gut Sicherheit auf Netzwerkebene bereitstellen. Das kann in der Firma passieren, das kann erstmal auf dem Campus passieren, das kann auch von Betreiberseite, beispielsweise erstmal eines Carriers, eines Telefonieanbieters passieren. Wichtig ist aber nur, dass es gemacht wird und dass ich möglichst viele verschiedene Schutzschichten bereitstelle. Auf dem Gerät, im Netzwerk, vielleicht sogar auf meinem Handy mit der entsprechenden Companion-App, dass ich einfach dort Sicherheit komplett für alle Geräte bereitstellen kann. Viele Möglichkeiten, wenn man das Geld hat und die Zeit hat. Das ist eigentlich auch das größte Problem, dass man als Mensch, als Firma, als Organisation nur ein beschränktes Budget hat für Cybersecurity und dann auswählen muss, was man beschützt. Alles zu beschützen ist eigentlich nicht möglich. Im Bereich der Strafverfolgung haben wir diverse Hürden, das ist klar. Ich glaube, das liegt auf der Hand, dass wenn es darum geht, IP-Adressen aufzulösen, den Anschlussinhaber oder wenn wir in den internationalen Bereich kommen, dann haben wir natürlich Grenzen, die wir überwinden müssen. Was kann der Endverbraucher oder die Privatperson konkret für Netzsicherheit machen? Ich glaube, man muss sich sehr viel erstmal Verständnis dafür selbst gewinnen, was eigentlich Daten, Informationen aus dem Netz bedeuten. Nehmen wir mal heute das Beispiel, der 1. April, das ist der einzige Tag, wo im Internet wirklich gelesen wird und sich gefragt wird, ist das überhaupt echt, was ich heute lese? Eigentlich muss man sich das jeden Tag fragen. Und das ist halt nicht nur das Konsumieren, sondern das Produzieren von Daten. Und ich glaube, da können wir und müssen wir ganz anders mit umgehen. Die Basissachen fixen. Wirklich gute Passwörter mit einem Passwortmanager. Natürlich Antivirus, Malware und vielleicht nicht den gratis, sondern auch wirklich die 30 Euro einmal im Jahr ausgeben für einen guten Antivirusschutz. Als Endanwender habe ich natürlich die Chance, über mein Kaufverhalten zu entscheiden, ob Security, ob Sicherheit ein Kaufkriterium ist. Ich bin jetzt einmal ganz böse, wenn ich mir ein smartes Bügeleisen kaufen möchte und zu dem Online-Shop meiner Wahl gehe und das Bügeleisen aus China für 20 Euro günstiger bestelle, dann gebe ich ganz klar das Signal, Sicherheit ist mir nicht wichtig. Gehe ich hingegen vielleicht zu einem größeren Online-Shop und bestelle das Gerät lokal von einem Anbieter, der Wert auf Sicherheit legt, gebe ich damit als Konsument das Signal, Sicherheit ist wichtig, Sicherheit ist kaufentscheidend und erhöhe damit einfach die Akzeptanz von Sicherheit. Wir haben insbesondere jetzt für Firmen, aber auch für Privatanwender, haben wir Videos gemacht, 12 Awareness-Videos, um die eigene IT-Sicherheit zu steigern. Die sollte sich jeder angucken. Kann ich nur empfehlen, auf unserer Seite zack-niedersachsen.de sind die Videos zu finden. Und da kann jeder zu seiner persönlichen IT-Sicherheit beitragen.